24 Angler. There we go! 13 Angeltage. Never surrender. 4 Gruppen. 3 Zielfische. Yes! Eine Finalrunde an einem unbekannten Ort. Yes! Und ein Pokal. Der YPC Bank 2022 wird präsentiert von Hartiwise. Feel the difference. Scotty, Just Grill Anywhere. Und LMAB. Every great story starts with a cast. Hallo, liebe Zuschauer, und herzlich willkommen zur 23. Folge des YPC Bank 2022 und damit zur dritten von insgesamt 5 Finalfolgen. An Tag 1 konnten sich Ton van Ham und Luis Mendez ein unglaubliches Duell im Zanderangeln liefern. Beide haben 470 plus Zander, aber auch schon ihren Hecht und ihren Barsch in der Wertung. Es wäre alles andere als überraschend, wenn sich die beiden heute beim Black Bass Angeln treffen würden. Landry Rosens konnte den Black Bass bereits abhaken und fuhr dann zum Ostteil der Insel, wo er dann auch noch Zander und Barsche fangen konnte. Ihm fehlt der Hecht. Mal sehen, an welchem Gewässer er beginnen wird. Patrick Marable hat Hechte und Barsche in der Wertung. Zander und Black Bass fehlen ihm noch. Am Ende des letzten Videos hatte er bereits angekündigt, heute zuerst den Zander angreifen zu wollen. Anders als am ersten Tag werden die Angler heute und auch am dritten Tag nicht per WhatsApp über die Fänge der Kontrahenten informiert. Los geht's! Bueno dias! Déjà-vu! Me too, from the start yesterday. Seems like we have a similar plan. Ja, Freunde, ich habe ein Déjà-vu. Gestern komme ich am Spot an, habe ich Ton gesehen. Das war kein gutes Zeichen. Aber ja, it seems that we're gonna fish today same for trout, yeah, right? It's also the only place we can get towards the lake, so yeah, it will be interesting today. Spot sharing. Yeah, and you're going for a trout? Yeah. Big trout? Big trout, top water. I heard this is the place to catch big pike as well. So cool. You brought some big lures? Yes, I got my big beaver with me and I'm gonna try to get some. I would do the same. Perfect. I think Patrick gonna today go to the Zander spot. Ich habe ein bisschen Angst vor diesem Abstieg. Ich habe vieles gehört. Ich glaube, Ton ist ein bisschen fitter als ich. Ich hoffe, er ist nicht der Erste unten am Spot. Aber der Weg runter soll nicht so breit sein. Ich glaube, wenn ich jetzt vorlaufe, dann kommt er nicht mehr an mir vorbei. Hello and welcome to the day 2. I will discover a new lake. As you can see, the lake is there, but there is a lot of fog. we cannot see the lake. But yeah, we will take the way and discover this big lake. It's the biggest lake from the island. There is perch and pike. So today my plan is to catch a pike, a big one for sure. I will put my new t-shirt with my pike addict, because I am a pike addict, and I will try to catch a big perch too, like 40 plus. It's my plan for today, and I will fish all the day on the same lake. I just need to validate fish on this lake to have the bonus spawn of the free lake. So yeah, hope that the activity is good today for me. I will try to show you a best place and full fish. Ah, what a beautiful place. Let's go. As you saw in the first episode, I have all three species which we know, and today we stand on a lake where I'm a bit afraid of. Lagoa do Fogo
is the black bass lake. So we're going to fish for largemouth bass like the American competitions, and it will be very important to make sure we catch our big bass. I'm quite confident, but I'm not sure you know, but I never caught a bass before. So for me it's a bit tricky. I think it will be something similar to big perch fishing, something I like a lot. So will be interesting for sure. Let's get it started. We have to decline a long way to reach the lake, and let's get it started. Let's go. Leute, wir haben es geschafft. Ich habe es überlebt, den Abstieg hier zum wunderschönen Lake Fogo. Wunderschön, wunderschöner See, wirklich krasse Natur. Jetzt stehe ich leider nur vor einem kleinen Problem. Ich habe in meinem Leben noch nie gezielt auf Schwarzbarsch geangelt. Und ich habe mal zwei, drei vielleicht untermaßige Schwarzbarsche als Beifang gehabt in Spanien, in Mequinenza. Aber das war beim Barschangeln. Meine Schwarzbarscherfahrungen sind gleich null. Falls ich heute einen fange, wird es wahrscheinlich mein PB sein. Also lasst uns einfach auf ein Wunder hoffen. Ich werde so ähnlich angeln wie auf Barsch. Ich habe zwei Routen mit. Ich habe eine Mikrojig-Route für sehr, sehr kleine, feine Köder. Denn was ich gehört habe, generell die Schwarzbarsche stehen gerne oft flach. Deswegen werde ich sehr, sehr leicht fischen. Ich werde Gummifische angeln. Ich werde Krebsimitate fischen mit leichten Köpfen, 2-3 Gramm schwer. Ich brauche noch einen Topwater-Punkt, deswegen habe ich an der zweiten Route ein Stickbait, einen Topwater-Köder. Und das wird heute so ein bisschen der Plan sein, Strecke machen und immer wieder zwischen den zwei Routen zu wechseln, Topwater probieren und auch ein paar Gummifische über dem Grund zu zupfen. Drückt mir die Daumen. Okay, we are on the lake. There is a lot of fog. But I'll just take a look on this place. This place is super shallow. I see two perch like that, so maybe 35-40 centimeters. And it's maybe a good place to fish for pike. I see a big pike just there. The problem is I have a little net. This is a 80 plus pike, and I can no net the fish, so I don't know, what can I do? I will try, and I will try to net the fish on the end of the bridge. Es ist Punkt 10, der zweite Tag vom YPC-Finale 2022 geht los. Es sind viele Leute hier gerade am Ufer unterwegs, sehr viele Touristen, aber ich denke mal, das werden die Black Bass kennen. Fangen wir mal an mit dem Topwater-Köder. Look, the crow. So I will begin on the surface, and after I will try with crawfish. I saw already a really big bass, so I'm going to start off with a bass bite. So the name says itself. It's a crank developed for bass fishing, and we'll see if it's successful. It will be a fun day, I think, and I hope I can catch my first bass ever. So let's go. As you know, when we take a fish on the first cast, it will be a bad day, so this is my first cast. Now I can really fish. Let's go. Luis und Hohn fischen heute also am Fogo. Landry ist der Erste, der den See im Westen, den Chete Cidades, beangelt. Und Patrick, der gerade erst am Spot ankommt, probiert es wie angekündigt nochmal am Fournage auf Zander. Ja Leute, eigentlich sind wir schon seit 2-3 Minuten im Turnierzeitmodus, aber hat alles ein bisschen länger bei mir heute gedauert. Gestern war der Spot leider schon besetzt, hat eine sehr interessante Tiefenstruktur und wollte genau auch hier in die Ecke gehen, wo diese Kante verläuft, und war auch die einzige Lücke zwischen den Holz, wo man vernünftig fischen kann. Aber wie gesagt, die Jungs waren vor mir da, haben dementsprechend auch gut abgeliefert und hatten das Glück, dass sie den schattigen Nachmittag hatten. Jetzt hänge ich hier in der prallen Sonne. Ich kann es nicht abschätzen, ob die Fische trotzdem hier sein werden. Ich hoffe es, befürchte aber Schlimmes.
Schattenseite dort hinten, da wird in einer halben Stunde kein Schatten mehr sein. Deswegen habe ich mich entschlossen, dann volles Risiko sofort hier hinzugehen. Einfach in der Hoffnung, dass hier der ein oder andere Fisch noch steht. Und irgendein Fisch steht hier. Okay, das ist nicht klein. Und fühlt sich für mich auch sehr nach Zander an. Oh, das ist ein wirklich schöner Fisch. So. Boah, ist hier viel Holz im Wasser. Fluorocarbon gerissen. Tja, Leute, was soll ich sagen? Es war doch nicht das Fluorocarbon. War Stahlvorfach. Ihr kennt die Regeln selber. Ja, minus 20 Punkte. Kann man nichts machen. Kann man nichts machen. Für mich ist natürlich ultra bitter, weil diese Hypothek von minus 20 Punkten bei diesen unfassbaren Fischen, die die Jungs gestern gefangen haben mit den Zandern, gehe ich mal von aus, dass es für mich die Mission noch schwerer macht. Also bin innerlich am Zittern und hatte gestern schlechte Laune, was ich mir hoffentlich noch nicht mehr so übel nimmt. Und gerade das tut nicht unbedingt der Laune positiv. Ich werde trotzdem weiterhin versuchen, optimal motiviert zu bleiben und es nicht zu sehr mir anmerken zu lassen. Aber verzeiht mir, wenn man es mir vielleicht im Laufe des Tages anmerkt, weil das gerade wirklich mit dem allerersten Wurf direkt einen dicken Fisch dran und dann direkt mit Abriss und dann auch noch das blöde Stahlvorfach. Wie viel Pech kann man haben? Egal, weiter geht's. Wirklich ein unglaublich ungünstiger Start für Patrick. Der Vorfachbruch kostet ihn satte 20 Minuspunkte. Immerhin scheinen die Fische direkt in Beißlaune zu sein. Auch an den anderen Gewässern geht es sofort zur Sache. Ich glaube, da kommt einer hinterher. Direkt auf den ersten. Oh, Phoebus! Oh, Phoebus! Krass! Da kam direkt einer hinterher und hat gebissen, aber hing leider nicht. Oh, da kommen ganz viele hinterher, die sind richtig klein. Richtig kleine, also die sind ungefähr so groß, die haben auf jeden Fall kein Maß. Krass, frech. Wollen sich direkt den Köder snacken. Oh, oh. Pike attack, first pike attack on the surface. He lost the lure. Crazy. Oh, bleib dran, bleib dran. Ah, der ist sehr klein. Der ist sehr, sehr klein. Hey, war mein erster Schwarzbarsch gezielt, den ich gefangen habe. Ich glaube, den brauchen wir nicht messen. Adios. It's coming, it's coming. Hey, take it. Yes. Yeah, 53. First fish, a little pike, but on top water, so perfect. Oh, it's following. That's a fucking monster. I saw it swimming. I saw it swimming. That's a big bass, man. We have to go to the shore for this one. Oh, what a bass. I'm shaking. Immediately in the beginning of the day, what a bass. Oh, and I saw it swimming already. I told you in the beginning that I saw it, and now we actually caught it. Really nice bass, first sizable bass for me and also for the competition. What a crazy bite this was. It was really on sight. So for the competition, I think this delivers some really good points. Let's measure it quickly and then let's go. It is 40.
What a mess! Spektakulärer Beginn. Ton bekommt sofort den fehlenden Bass in einer super Größe. Und auch Landry sammelt mit dem Full Card bringenden Hecht ordentlich Punkte ein. Für die Fischlänge an sich bekommt er nur 53 Punkte. Doch es gibt weitere 10 Topwater-Punkte. Und dazu holt sich Landry als erster Angler die Inselpunkte. Also weitere 30 Zähler für das Fangen von mindestens einem Fisch in allen drei Gewässern. Er klettert damit auf Platz 2. The bait we used was a bass bite, 6 cm. This one is developed for the American industry of the bass fishermen and looks like it's working. We came here a few moments before the start and I saw already a big bass passing to the left. The reason I chose this spot is there is a grass area in deep water and I like Mayer League fishing and these pros always talk about the same thing. Find grass in deep water for big bass. So that's what we did. I caught my big bass and now, like the plan says, we have to go for topwater. We have to try and get these topwater points. So that's what we'll do now. Let's continue fishing and let's go! YouTube Predator Cup Fans, aufgepasst! Der letzte Lure Drop des Jahres ist eine Limited YPC Edition. In diesem Drop tummeln sich etliche Produkte, die im YPC 2022 sehr erfolgreich zum Einsatz gekommen sind. Außerdem haben wir hier eine Exklusivstory für euch, die sich unmittelbar nach einer Ergebnisverkündung abgespielt hat und glücklicherweise mit der Kamera festgehalten wurde. Die Limited YPC Edition kostet 99,99 € und hat einen Warenwert von rund 165 Euro zu bieten. Und das ist nicht das einzige YPC-Produkt. Auch die originale YPC Bank Measure Mat mit robustem Winkel und Karabiner ist einzeln endlich wieder im Shop verfügbar. Viel Spaß beim Einkaufen! Ihr habt es gefordert, wir erfüllen euch den Wunsch. Der YPC Fans geht 2023 in eine neue Runde. Auf den Booten und an der Seite von Dustin Schöne, Enrico Di Ventura, Dietmar Isaias und Markus Eule kämpfen 4 von euch um die Plätze 1 bis 4, die diesmal allesamt mit tollen Sachpreisen belohnt werden. Und das hier ist der Hauptgewinn. Shimano schenkt dem Gewinner eine Hecht und Barsch Angelreise nach Florida, inklusive Flug, Mietwagen, Unterkunft und Guiding auf verschiedenste Zielfische im Süß- und Salzwasser. Dir fehlt das passende Gerät für diesen Trip? Kein Problem, denn mit einer X-Pride Casting bis 21 Gramm kombiniert mit einer SLX DC 71HG und einer Sustain Spinning bis 120 Gramm kombiniert mit einer Miravel C5000XG, passender Kairiki-Schnur und 12 Flashboost Hardbaits gibt es noch fantastisches Tackle obendrauf, damit du für die Jagd auf Peacock Bass, Largemouth Bass, diverse Salzwasserräuber und vieles mehr bestens ausgestattet bist. Wie du am YPC Fans teilnehmen kannst und alle weiteren Infos findest du per Klick auf den Link in der Videobeschreibung. The newest Shimano Boost Concept revolutionizes traditional lure design. Arma Boost delivers a unique and innovative lure joint system. The difference is clear. Arma Boost increases casting distance by roughly 40% versus comparable baits. Casting performance excels when it's windy, and a more natural, lifelike swimming action will enable anglers to target and catch more fish like never before. Arma Boost. So, ich habe mich jetzt entschlossen, an die Stelle zu gehen, wo gestern der Ton stand, aus einem ganz simplen Grund, dass Würfe nach rechts noch einen Biss gebracht haben, Würfe nach links gar nicht. Das bedeutet, dass die Fische
rechts stehen, also da, wo der Ton gefischt hat. Und ja, man spürt die Kontakte, wie die Fische gegen die Schnur knallen, also wie der Köder Fische berührt. Also da stehen die Zander gestapelt. Das hier ist ein Spot, wo... Ja, der ist einfach krank. Aber natürlich muss man auch erstmal weitere Bisse kriegen, also so ist es nicht. Und die zweite Hoffnung, die ich halt habe, ist einfach, dass aus welchem Grund auch immer, es hier vorne weniger Kante, weniger Holz und so weiter gibt, wo die Schnur durchscheuern kann und ich die Fische sicher landen kann. Weil noch so ein Fiasko wie gerade eben, das brauche ich nicht. Das braucht doch nicht der Fisch. Das braucht keiner. Und daher halte ich mich jetzt erstmal hier auf. Vorsichtiger Fehlbiss. Also sind da. Gibt auch schon mal einen Fisch. Aber. Mal gucken, was ist. Richtig schöner Barsch. Wieder kein Zander. Aber. Wenigstens ein schöner Barsch. Ja. Gestern habe ich mich noch darüber geärgert, dass ich einen 37er Barsch hatte, aber heute versuche ich es ein bisschen lockerer zu sehen. Ich meine, ist auch ein Upgrade. Und jetzt will ich, da ich jetzt eh die minus 20 Punkte habe, wird eh alles noch mal schwerer. Und jetzt heißt es einfach nur noch, Leute, ich versuche euch das Bestmöglichste zu zeigen, was noch geht. Ich versuche einfach so viele Punkte zu machen, wie es geht. Mal gucken, wie weit es noch nach vorne geht. Und je besser es wird, desto cooler. Und ja, mehr kann ich nicht machen, aber ich werde meinen Spaß haben. Denk mal 36. Ah ne, 35. Heute habe ich auch das Barsch-T-Shirt an. Also war das anscheinend vorprogrammiert. Ein wunderschöner 35er. Schau mal, Kleiner. Oh, hübsch, hübsch, hübsch. Schönes Tier. Wirklich schönes Tier. Ja, komm. Ich glaube, mit 10 cm mehr, ich habe die 20 Minuspunkte wieder ausgeglichen. Yes, man! Patricks positive Herangehensweise passt schon mal und langsam kehrt auch das Glück zurück. Nach dem ärgerlichen Vorfachbruch zum Start war das zwar nicht die richtige Fischart, doch Punkte gibt es trotzdem. Wieder war es dieser Slickshad, 9 cm, Farbe Silver Bleak. Ich habe extra diese Farbe geholt, dann Sonnenstrahlen, Reflexion, Silberglitter unten, silberne Grundfärbung und schwarzer Rücken für den Kontrast. Scheint eine Farbe, die funktioniert, hat vorher noch einen Fehlbiss produziert. Ja. So krass. Das ist wieder das gleiche Kaliber. Ja. Tschüss. Hat mich getunnelt. Die will ich nicht fangen. Ich habe keine Ahnung vom Bassangeln, aber dieses Kraut sieht eigentlich ganz geil aus. Da kommen wieder welche hinterher. Das ist crazy. Die sind so klein. Hängt einer. Oh Mann, die Kleinen sind echt hungrig. Das ist so echt krass. Seriously? So langsam verstehe ich, warum teilweise die Bassköder wirklich extrem große Swimbaits sind. Von 25 cm oder teilweise 30 cm groß. Die haben echt großen Appetit, die Kleinen. Da habe ich den nächsten drauf. Ah, ab. I am playing. Ah, fuck again. I think this pike is a eater crow. So, this is a fake crow from Lurjunks. It's a German brand. And there is some air in two. So it's a little bit floating.
We will see if the pike is attacking the coral. I think yes. Yes. So pike eats crow. I use all the time the glove, the protect glove for pike. It's better for the pike, it's better for me, for sure. It's a crazy place! The problem is I cannot net the fish. I need to run all the time on the same place. Three fish! Like a 20-minute fishing. It may be an upgrade. Again on the crow. Come, 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 come. Yeah, I think it's an upgrade. I think so. Again. The third in 20 minutes. Crazy lake. It's a little upgrade, but it's an upgrade. 668. Okay, we will try to catch the big because it's 68, this pike. But I for sure, the another pike I was seeing, it's 80 plus, for sure, for sure. Maybe 90, I don't know. I will try with the crow again. Let's go. Zwei weitere Hechte, die Landry auf Sicht fangen kann und beide verbessern sein Scoreboard. Ein 22er Barsch und der vor wenigen Minuten gefangene 53er Hecht fliegen aus der Wertung. Wie läuft es bei Patrick? Wow. Ah, der wird quer gehackt sein. Der ist quer gehackt. Der ist nicht korrekt gehackt. Fetter Zander am Schwanz gehackt. Wie viel Pech kann man haben? Da müsst ihr höllisch aufpassen, weil selbst ein Zander entwickelt im Schwanz gehakt unfassbare Kräfte. Und wenn ihr da bei einer geschlossenen Bremse nicht sofort reagiert, könnt ihr davon ausgehen, die Schnur ist durch. Ich habe schon Zander verloren deswegen. Und es ist ein richtig guter Fisch. Einwandfrei. Einen Schwanz gehakt. Das ist ein Fisch, wie ich ihn gebraucht hätte. Also zusätzlich zum gerissenen Stahlvorfach kommt ein 60 plus Zander, einen Schwanz gehakt. Ich mach's kurz. Liebe Leute, also was passiert als nächstes? Was als Unglück, also ein Pech, gezwertet werden kann. Weil ich glaube, ich habe jetzt alles durch.
Ah nee, das fühlt sich schon wieder komisch an. Gibt's doch nicht. War wieder von außen gehakt. Also ich habe eine Vermutung, und die lautet, dass sie gestern so arg durchgenudelt wurden, dass so die richtige Beißlust, dieses richtige Bock auf den Köder drauf zu knallen, nur noch bei vereinzelten Fischen ist, aber viele auch das Maul vernagelt haben, weil die einfach gestern schon gelernt haben, dass die Kameraden hier am Ufer Bock haben, die zu fangen. Ich meine, wenigstens habe ich jetzt Aktivität, und das Allergeilste im Vergleich zu gestern ist, ich habe keine Hänger. Ich habe jetzt hier mindestens 10 Würfe gemacht an den beiden Stellen und ich habe noch keinen Köder abgerissen. So weit bin ich gestern links und rechts gar nicht gekommen. Hot Olive brachte jetzt endlich einen Fisch. Das ist ein schöner. Das ist kein Riese, aber ein wunderschöner Fisch. 64. 64er Zander. Zerrupftes Kerlchen. Sehr dünn. Schicken wir den Kerl wieder zurück in die Heimat. Danke, Dicker. Guckt euch das mal an. Was für wunderschöne Tiere. Komm, dann begleite ich ein bisschen. Ja, immerhin. So, wunderschön. Und der Wechsel auf Hot Olive war dann anscheinend die richtige Wahl. Auch die größte Pechsträhne findet irgendwann ein Ende. Endlich fängt Patrick den lang ersehnten Zander und knackt damit auch die 400-Punkte-Marke. War das der Start einer großen Aufholjagd? He's coming. Oh! He took it. Another bass on topwater, although I think it's not sizable. Got him. Okay, so it's 17 centimeters, a bit too small. Let's release him gently. There he goes. These guys always jump when you release them. But it was a topwater bite. Really cool. It won't count, but fun, fun, fun. Fish. That might be sizable, although I'm not sure. It's a bit longer, but it's not sizable. I don't have to measure it. Really cool strike. Let's release it gently. There you go, buddy. Grow a bit. When I was going to the finals, my line was broke. So I sent it a message and I said like, yeah, my line is broke again. Is it possible to ship me some Sunline Super P8? Because I really like this line. And the problem was, it was too short before the competition. So I want to say thank you to Karsten, because he arranged that I could pick up the line, so Super PE8 from Sunline, that I could pick it up at Hengelsbach de Kok, something close by my home. So thank you, Karsten. It's really helpful. Ich dachte, hier gibt es nur Forellen und Schwarzbarsche, aber anscheinend ist hier irgendeine Friedfischart hier noch drin, glaube ich. Ich reagiere null auf meinen Köder, egal was ich werfe. Wir laufen weiter. Auf der Suche nach dem einen Bass. It's not moving. I think this fish will not attack. Okay, I will try again. Yeah, yeah. Ah. Now he's swimming. He's coming. Yeah, he's coming. He's coming. Yes! I need to run.
I need to run. Oh no! Shit happened. And it's coming back. I have maybe a second chance. Shit. It was a big. There's another one. Yes? Whoa, it's a carp. Whoa, thank you, Jess. Yeah, it's a big carp. Whoa. Wow, fat carp. Okay, I will try another reel again. What the fuck? What? No. It's crazy fishing. Bald ist Weihnachten und natürlich haben wir bei hecht-und-barsch.de wieder sehr schöne Geschenkideen für Angler und dabei sogar die Spendierhosen an. Bei unseren Weihnachtsgutscheinen schenken wir euch bis zu 15% Gutscheinwert und bei den LMAB Weihnachtsboxen ist die Preisersparnis sogar noch größer. Egal ob Hecht, Barsch oder Zander, für nur 69,99 € bekommt ihr satte 120 Euro Warenwert. Wo ihr Gutscheine und Boxen bestellen könnt und in welchen Angelläden ihr die LMAB Weihnachtsboxen ab Dezember finden könnt, das entnehmt ihr unten der Videobeschreibung. Köderfreaks, aufgepasst! Die Beta-Version wurde erfolgreich getestet und somit haben wir großartige Neuigkeiten für euch. Den Monats-Lure-Drop gibt es ab sofort für jedermann auch als Abo-Version. Je nach Abo-Länge kannst du zusätzlich zu der beim Lure-Drop ohnehin üblichen Preisersparnis weitere 10% Rabatt ergattern und was vielleicht noch wichtiger ist, keinen Wecker mehr stellen, keine abgestürzten Server mehr, kein Leerausgehen und damit auch keine langen Gesichter mehr. Doch natürlich sind auch im Abo-Modell diese begehrten Schmuckkästchen streng limitiert. Du willst dabei sein? Check www.luredrop.de. So, ich glaube, spätestens an diesem Punkt wäre für die meisten Touristen hier vorbei, denn dieser riesen Fels ragt hier ins Wasser rein. Wir werden hier entlanglaufen, das sieht begehbar noch aus, ja, also das Wasser geht uns knapp über den Knöchel. Alles für den Schwarzbarsch und natürlich um den perfekten National Geographic Shot hier noch zu bekommen. Also Leute, auf zu unbekannten Ufern. Die Mission geht weiter. Das Wunder vom Fogo. So muss die Folge heute heißen. Ich fange hier einen fetten Bass. Oh! Sof. What a fucking strike. That was a big one. That's the horrid thing with the grass, huh? That was a sizable fish, that's for sure. Cast again. Oh! Fish on. Too small again. We just release it in the water. There he goes. Ah, look. It's not a big one. Fish in the Absinkphase. Guter. Okay.
Ich habe jetzt mit offener Rolle den Köder absinken lassen und habe gesehen, wie die Schnur auf einmal einen Zuck nach vorne machte. Und das ist typisch, wenn ein Fisch in der Absinkphase den Köder nimmt. Und deswegen wusste ich, dass es ein Biss ist und konnte anschlagen. Also immer, wenn ihr einen Köder mit offener Rolle absinken lässt, achtet darauf, wie die Schnur sich bewegt. Wenn da auf einmal ruckartig Schnur gezogen wird, dann wisst ihr, dass ein Fisch den Köder genommen hat. Ich denke, mit ein bisschen Glück ist das wieder ein 60 plus. Yes. Schöner Fisch. Langsam kommen sie in Fahrt. 50 plus. 58. 59. Ein wunderschöner silberner Fisch wieder. Eine der Hauptfärbungen hier. Ich habe gesehen, dass gestern auch ein Schwarzer gefangen wurde und es soll auch welche mit Leopardenmuster geben. Auf jeden Fall coole Fische. Der ist gut weg. Ich melde mich jetzt nach einer halben Stunde Klettern. Das war wirklich der absolute Wahnsinn, wie wir hier gerade, der Kameramann und ich, an diesem Steilhang entlang gekraxelt sind. Ich bin jetzt an der Stelle, wo ich mich gesehen habe. Das ist so eine kleine Spitze, die in diesen Krater reinragt. Das Ufer fällt sehr steil ab. Es sieht auch tiefer aus. Und ja, ich glaube, ich weiß es nicht, aber ich fühle was. Ich fühle was. Ich glaube, ich werde hier meinen Bass fangen. Fisch! Schöner, aber jetzt werde ich danach anfangen, mit großen Ködern hier zu fischen. 62. Wieder ein schöner Fisch. Mit 62 cm kann man echt nicht beklagen. Echt geil. Vielleicht machen wir jetzt gleich noch eine Detailaufnahme, weil ich sehe gerade ein schönes, faszinierendes an der Rückenflosse, an der Stachelflosse. Was ich zeigen will, ist hier ein Doppelstrahl. Schöner 62er. Unter normalen Umständen würde ich sagen, boah, geil, heftig, ich bin super gut im Rennen. Aber ihr wisst ja, wie die gestern abgeliefert haben. Die Fische sind da, was, warum? Kann ich nicht erklären. Ich vermute, weil da so eine Ecke in der Abbruchkante ist und dass die Fische sich da in dieser Ecke sammeln. Und was mir aufgefallen ist, dort ist kaum Kraut, nur Totholz. Dort ist auch fast nur Totholz und hier ist eine Krautbank. Da verreckt davor. Ich meine, hier, habe schon mehrfach rausgezogen. Und das könnte eine Erklärung sein, warum die Fische hier sind. Nicht, komischerweise nicht im Totholz, womit ich eigentlich mehr gerechnet hätte. I have a problem. Big problem, I cannot jump here. Ah, it's super, super. It's an upgrade. It's an upgrade. Woo! I see another fish
coming. There is a lot of pike on this area, a lot of pike. Man, it's an upgrade, for sure. It's 77, something like that. It's 82. Yeah. Ein schlanker 82er hebt Landry über die 600-Punkte-Grenze. Die beiden Belgier können sich an der Spitze ein klein wenig absetzen. Landry nimmt sich einen Moment Zeit für ein kurzes Interview. So, ich habe es auch endlich ans Wasser geschafft. Heute wollte ich unbedingt Landry besuchen. Gestern hat es leider nicht geklappt. Und umso cooler, dass es heute funktioniert. Ich komme ein bisschen spät, also nicht wahnsinnig spät, was die Zeit angeht, aber spät auf das, was hier alles schon passiert ist. We made a bit of fun yesterday, yeah. When we were eating, that if you would catch a topwater pike on Azul, you would... Full bonus. You would get the island points, yeah. The last topwater points, yeah. And also the full card with the pike, and that's exactly what you did. Yeah, it's done. but yesterday you told me that you would try to go for perch first. Yeah, I would like to begin with perch on the morning, but we just take a look on this bridge, and mm-hmm. I see a lot of pike, and I see a pike more than 80 centimeters. Okay. Yeah. Maybe 1 meter, I don't know. So I say, okay, I change my plan. I don't begin with perch. I begin with the pike, and it's work. But the big one, it's moving. So so shit, shit happened. No, but honestly, I think that was a good plan. Even though, yeah. I mean, good that you saw the pike, because I think it was more important to get at least one decent pike first. Yeah. Gerade als ich angekommen bin, also wie gesagt, diesen Dreifachschlag habe ich leider verpasst und auch dann die Live-Takes, die ihr wahrscheinlich gesehen habt oder die ihr auf jeden Fall gesehen habt. There was some spectacular Live-Footage also, yeah. that we could see with the craw. And now you have a good pike as well. Yeah, 82. 82. So for me, it's okay. This catch I could see when I arrived. Yeah. And will you continue fishing for pike now? Not yet. I will move for perch in the deep area on the other side of the lake. Okay. And I will discover this place because I only see the bathymetric map. So I see there is a big place with like 10 meters deep, something like that. So I will try to catch some perch on this place and maybe come back later on the day to catch maybe a bigger pike. Then let's go over let's to go. The other side, and I hope you're gonna get a big perch soon. Yeah, bis gleich. Fisch, hat einen Hänger im Gestrüpp und hab dann direkt einen Fisch dran gehabt. Und ich glaube, es ist ein Barsch, ein besserer. Oder? Ja, auf jeden Fall ein Barsch. Ich halte ihn ganz kurz dran. Der hat nicht mal 30. Oh. Oh. Besserer. Das ist ein guter Fisch. Ausgestiegen. Und jetzt hänge ich direkt fest. Das war ein guter. So, ich habe jetzt einen Offset-Haken geholt, einen Schebukopf. Hab da wieder den Striking Swimming Caffeine Shad dran. In 5 Inch, in der Farbe KVD Magic. Das ist die Farbe, die gerade eben den dicken Fisch zumindest mal kurzzeitig an den Haken brachte. Leider war es ein kurzzeitiges Vergnügen, das nicht bis zum Kescher andauerte. Aber trotzdem habe ich Hoffnungen, dass da noch mal ein Fisch einsteigt. Nachteil, oh, ja, deswegen. Und Nachteil, dort ist halt relativ viel Holz. Und ich muss versuchen, wenn ich einen Köder führe, dort durch das Holz durchzukommen, ohne abzureißen, wie mit einem Schickhaken, was ich vorhin hatte. Das ist auch so eine Sache, auch wenn es aussieht wie ein Otto,
Wenn ihr einen Fisch in der Nähe von Holz habt oder in der Nähe von der Kante, haltet die Rute so hoch wie möglich, weil ihr dadurch verhindert, boah, ist der stark, dass die Schnur über die Kante drüber geht und ihr, oh wow, what the fuck, bam, that's a beast. Yes! Bam, bam! Mann! Boah, Alter, ist das eine Granate. Das ist für mich, ich habe in meinem Leben noch nicht so viele 80 plus gefangen. Ich glaube, der hat die 80. Wenn du jetzt ein Ende 70 hast, ist so ein geiler Fisch. Meine Fresse, ist das eine... Boah, ist das ein schöner Fisch. Ist der schön, Mann. Das ist ein echt schöner, wunderschöner Fisch. Boah, was für ein Tier. Alter, guckt euch mal, wie knapp der Haken hängt. Alter, habe ich ein Schwein jetzt gehabt. Nein, aber was hat er? 79 hat er. Also, das war das, was ich brauche. Mit diesem Traumfisch von Patrick beenden wir die dritte Folge der YPC Bank Finalrunde. Nachdem der Fox Rage Team Angler nun auch zurück in die Erfolgsspur gefunden hat, ist zur Halbzeit alles offen. Ton und Landry haben bereits ihre Karten voll. Louis und Patrick fehlt jeweils der Black Bass. Landry ist der einzige Angler mit allen Bonuspunkten. Bei der Frequenz und den Fischgrößen sollte sich bis zum Schlusspfiff niemand seines Erfolges sicher sein können. Wie es weitergeht, erfahrt ihr dann am 4. Advent, am Sonntag, den 18.12. ab 18 Uhr. Bis dahin freuen wir uns über Likes, Kommentare, Weihnachtsgeschenkkäufe bei uns im Shop und natürlich über neue Abonnenten. Ciao!